DLR, das Deutsche Luft- und Raumfahrtforschungsinstitut, hat den fliegenden Prüfstand erhalten, den es für das neue Wasserstoff-Brennstoffzellen-Antriebssystemprojekt für Flugzeuge verwenden wird. Das Antriebssystem wird an einem DCEFD Dornier 2-2-8 Forschungsflugzeug getestet. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt wird das Dornier 2-2-8 Forschungsflugzeug DCEFD für die Erprobung der Wasserstoff-Brennstoffzellen-Antriebstechnologie einsetzen. Der Testprozess beginnt mit einem Projekt, an dem MTU Aero Engines beteiligt ist. Das Programm erfordert die Arbeit von bis zu 80 Ingenieuren. Ziel ist es, bis 2025 eines der beiden konventionellen Flugtriebwerke durch einen 600 Kilowatt Elektroantrieb mit H2 Brennstoffzelle zu ersetzen. Das Projekt sieht vor, das Flugzeug innerhalb von 4 Jahren fliegen zu lassen. Das Testflugzeug für das Wasserstoff-Brennstoffzellensystem wurde Mitte November für das Projekt erhalten. Damals übergab die MRO-Flugzeugfirma General Atomics Air Attack Systems das Flugzeug. Am DLR-Standort Oberpfaffenhofen laufen nun die Vorbereitungen für den Umbau des Flugzeugs zu einer flugfähigen Technologieplattform. Das Konzept, Elektroantriebe mit Brennstoffzellen zu kombinieren, hat viel Potenzial für Zubringer- und Regionalflugzeuge. Wir hoffen, dass die neue Dornier 2-2-8 DCEFD-Testplattform einen signifikanten Fortschritt für dieses Technologiekonzept darstellt, sagte DLR-Bereichsvorstand für Luftfahrt, Markus Fischer. Das Forschungsflugzeug wird zur Erprobung eines Spektrums unterschiedlicher Arten von Flugzeugkomponenten sowie kompletter Antriebssysteme eingesetzt. Damit können sie im Detail und unter realen Betriebsbedingungen untersucht werden. Ein Flüssigwasserstoff- und Brennstoffzellensystem kann das Flugzeug der Zukunft ohne Emissionen außer Wasser antreiben. Und genau das ist unser Ziel, null Emissionen, sagte der Chefingenieur von MTU Flying Fuel Cell, Chefingenieur von Barnaby Law, während er das Potenzial für Wasserstoff-Brennstoffzellenantriebe diskutierte. Die gewonnenen Erfahrungen und Daten, auch in regulatorischen Angelegenheiten und Lufttüchtigkeitszeugnissen, sind entscheidend für unsere weitere Produktentwicklung. Vielen Dank, dass Sie sich für hydrogenfuelnews.com entschieden haben. Verpassen Sie nicht Ihren kostenlosen Zugang zu unserem exklusiven E-Book, melden Sie sich noch heute an. Folgen Sie dieser Geschichte und mehr auf hfn.de.